Auch jetzt mit dem Aghanim's Zepter. Stormstormer jetzt mit dem Jump. Windet Lex, haben den Nimbus gezündet. Yomo kann nichts machen und Bifrost mit dem Freezing Field. Drei Helden. Instant geburstet, aber Cube hat keinen Pybix. Scarbo geht rein. Lexam findet hier Sanity. Zieht sein PKB über eine Backline. Kommt jetzt das Stormstormer Yoman mit einem Versuch des Safe, aber Sanity tankt das Ganze einfach weg. Jetzt in das Overcall nochmal von Hobbit, die gezündet Bypass. Ist hier mit der Attack Speed Maiden. Gibt die Hits der Sanity, der Triple Kill. Lexam zumammen da drin und findet hier zumindest nochmal den Kill auf Stormstormer. 1400 Gold, das Pybix ist drin, aber es ist eine 3 gegen 2 Situation. Gott, Hovi kassierte gerade die Schelle of Death. Sanity poppt einfach sein Ultimate. Haut jetzt ein bisschen auf den Turm. Hat das PKB noch bereit, aber hat auch einen Käse gedrückt bekommen. In der Backline wurde Ursa bereits des Seges auf die Mortal abgenommen. Schneller, als man überhaupt schauen konnte. Der Fight, der ging noch gar nicht richtig los. Da ist das Seges schon weg. Während das jetzt einfach gibt es einen Jagerschell. Aber schön, Ursa mit den Schellen noch fort. Aber der mit dem Double Gang kommt noch mal raus. In der Backline wird jetzt auf sonst noch mal angegangen. Wird jetzt ein wunderbares Füßchen viel gezündet von Bypass. Macht doch noch mal ein bisschen Platz. Liminality, die PKB jetzt von der Sanity. Wunderbarer Butterblock jetzt gerade auch noch mal auf Rain und das Rett. Hier gerade nochmal den Fight. Wie nur da vorne ist gefunden. Jetzt ein Laser Frostbite Shell. 4 ja. Euros down. Beide von Limmy. Na, einmal der solide Crit, aber Ascendancy, der läuft jetzt rein, Nullifier, aber der Bash, Ascendancy, der beste Pusher hier von ihnen. Er hat den Doppel-Refresher-Shot davor, der Stormstormer, der kann rein, will ihm helfen, wird gebasht, wird jetzt auch noch versucht zu backsend, Stormstormer, kommt aber nicht raus, ist gepercht worden, steht jetzt da mit dem Lotus auf, ist aber immer noch am Leben, wie lange kann der Tinker davon in den überleben werden, das wird aber der Pell einfach mal getötet, Elch geht hier wie nur an, da lebt nur noch ein Bärchen, Elch will weiter, währenddessen wird Ascendancy weggecrittet, Stormy geht zurück, nur noch ein Vino lebt. Hex aber direkt jetzt gezündet vom Ursa. Hat immer noch das Hex auf die Mortal. Bybeck jetzt vom Pell. Lotus Orb gezündet. Vino wird gebasht, wird angegangen. PKB ist da. Da vorne jetzt der Hawk. Oh, der hat gebybeck. Wird geklappt. Geht hier down mit dem Dive. Gesendet sie. Auch das Bybeck da vorne. Y50 Tinker. Oh mein Gott, Storm Tank da vorne. Halt einfach mal die beiden T4 Town. Doppelpack geht hier raus. Da gibt's den Crit. Hobby down. Und Elch und Spy Force beide Trouble. Jetzt sind die Fortification spät genutzt. Finger auf Death. Storm regeneriert hier, Ascendancy läuft jetzt wieder rein, hat Refresher Shots, Elch ist noch da, jetzt direkt das Degen, Rain findet an der Seite Bypass, aber während das nie Degen, oh mein Gott, und jetzt gibt's die Kombi, Rain ist down, Divine on the ground, und das war's für Wombat, lange verteidigt, jetzt, oh schön, das hält nochmal von Limmy, Winu und Limmy in Defender Mode, aber Storm kommt dazu und alle beide sind raus. Ja, jetzt kommt der Nimbus, der Call. Schönes Safe Astral Imprisonment. Der Nimbus steht aber auch perfekt in der Backline, wird aber jetzt erstmal Y50 angegangen. Fiendscript von Liminality gezündet, der geht down. Zwei Helden sind bereits weg. Rain, Vinu und Hawk. Hawk mit dem Turn geht hier sterben. Jump auf Rain. Und ja, der jult sich nochmal selbst. Geht hier down. Und ja, ich glaube, das kann man callen. Ja, sind zwar 11.000, aber... Ich glaube, wenn Aga und BKB kommen und da... Ja, okay. Der Dagger, der sendet sie hinterher, gibt ein paar Schellen auf Blue, findet hier sogar den Killer. Oder müssen sie jetzt irgendwie raus? Terrorize kommt. Schöner Ulti von Hobby in der Backline. Kriegt den Jekiro. Aber ob sie es sendet sie? Hat BKB einfach gezündet. Nein, snackt ein. Nein, snackt zwei. Terrorize kommt perfekt getimt. Den Nuke des Shadow Realm. Und nein. Oh mein Gott, der rastet hier einfach komplett aus. Das Ghost Scepter des Carapice. Ross geht jetzt an Daya, denkt mal, Thompson liegt, aber... Na, das Beide kommt viel zu spät, finden wir zwar Schack, stunnen ihn, aber nein, gibt hier sagen, die Wäsche. Wahrscheinlich das Spiel ist, na, der Ross kommt nochmal Beiwex, aber ich glaube, sie sterben alle noch unter die Jungs. Na... Der Venomancer Bybeck-Kampf finde ich fast zu spät. Ich weiß, dass sie nicht sofort, weil hätten sie aus dem Roche verdrängt, aber ja, das Ghost Scepter, die Claps, Ascendancy. Schön nochmal den Ulti bekommen. Der wird da, hat er Gel drauf? Ja.